Hallo, liebe Zuschauer. Heute habe ich Alexander Bittrauf hier für die Stimmen zum Spiel gegen Paderborn und kleiner Rückblick vom letzten Spiel gegen Düsseldorf. Alex, du warst einer der Besten, nicht nur nach meiner Meinung, wurde auch viel kolportiert auf den diversen Foren in Düsseldorf. Die Abwehr stand gut, Robert Almer hat klasse Leistung gemacht. Was meinst du, woran lag es, dass wir offensiv nicht so zur Geltung gekommen sind? Ich denke, wir haben zu passiv gespielt in den ersten 60 Minuten, haben zu wenig Druck nach vorne gemacht. Nach dem Gegentor war es dann besser, haben wir halt ohne Rücksicht auf Verluste direkt nach vorne gespielt und haben halt uns auch zwei, drei Chancen erarbeitet. Mit ein bisschen Glück können wir den Ausgleich noch schaffen. Mit ein bisschen Pech kriegst du auch noch das zweite Tor, aber ich denke, wir müssen aus den Fehlern lernen und wir müssen jetzt gegen Paderborn ein Zeichen setzen. Genau, ist eigentlich super, dass du einen Fehler ansprichst. Schule hat ja nun den Elfmeter verursacht. Du kennst die Situation auch, beispielsweise letztes Mal, also schon eine Weile her, gegen Union. Du hast sogar noch eine rote Karte bekommen. So eine Dinger passieren. Denkt man da als Spieler lange drüber nach im Nachhinein oder verdrängt man das und abgehakt und fertig? Klar macht man sich darüber Gedanken und ja, ärgert man sich darüber, dass man so einen Fehler gemacht hat. Aber ich denke mal, aus so einem Fehler soll man lernen und das Positive draus ziehen. Und Schüler wird daraus auch lernen, er ist noch, auch noch jung und den Fehler wird er sicherlich nie mehr machen. Genau, sehe ich ähnlich. 1-0, haben beide verloren. Das letzte Spiel vom Fehlstart möchte ich nicht sprechen, aber ich denke mal, ein bisschen Druck baut sich auf. Wie siehst du die Sache? Wir sind wahrscheinlich kleiner Favorit. Zumindest wird es so in den Medien und irgendwo, wenn man so liest, viele erwarten viel. Wie gehst du ins Spiel? Also ich denke mal, wir sind hier Favorit. Wir spielen zu Hause. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen gegen Paderborn. Wir haben auch ein bisschen was gut zu machen nach dem Auswärtsspiel. Und ich denke mal, zu Hause wollen wir und müssen wir die 3 Punkte holen. Und da ist auch alles andere viel am Platz. Okay, ein bisschen untypische Frage. Was tippst du am Sonntag? Trotz der tropischen Temperaturen, denke ich mal, werden wir das Spiel mit 2-0 gewinnen. Okay, da hake ich nochmal kurz ein. Bist du eher ein Typ, der diese warmen Temperaturen mag? Oder sagen wir mal, ist das für dich auch ein bisschen nachteilig? Also ganz ehrlich gesagt, mag ich diese Temperatur nicht. Also ich bin lieber ein Spieler, der bei 15 Grad Regen spielt. Aber im Endeffekt muss man den Kopf ausschalten, egal ob 40, 50 Grad auf dem Platz sind. Wir müssen halt versuchen, einfach unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Und da sind die Temperaturen egal. Und ja, egal jetzt, ob es 40, 50 Grad sind, wir werden das Spiel gewinnen und wir werden alles geben und alles raushauen. Uwe, das letzte Spiel am Montag in Düsseldorf, 1-0 Niederlage. Habt ihr das schon verarbeitet? Ja, wir hatten auf der Rückfahrt lange genug Zeit, bis 7 Uhr morgens das Spiel zu verarbeiten. Aber nein, es dauert immer so 1-2 Tage, bis man alles dann aufarbeitet hat und drüber gesprochen hat. Aber ich glaube, seit Dienstag, Mittwoch sind wir ja, heiß auf das erste Heimspiel und haben uns auch total darauf fokussiert. Genau. Und da sind wir auch schon beim Thema. Sonntag, Hitzeschlacht, 36 Grad, vielleicht sogar noch mehr. Die Fans werden euch trotzdem frenetisch unterstützen. Ihr werdet alles geben. Ist die Marschroute schon klar? Also Sieg, davon gehe ich aus. Wie willst du das Spiel angehen? Ja, ich denke, in erster Linie wird es, denke ich, für alle eine Kopfsache, dass wir uns auf das Wetter einstellen, dass wir da nicht geistig uns irgendwie ausreden, schon von vornherein einfallen lassen wegen Wetter. Aber wir wollen eigentlich insgesamt wieder mehr unser Spiel durchbringen, mehr Fußball spielen. Und was uns auch in der Vorbereitung stark gemacht hat, unsere Qualität dann, unsere spielerische Qualität dann auf den Platz kriegen. Aber davor ist harte Arbeit angesagt, um das dann auch umsetzen zu können. Ja, okay. Konnte man am Montag auch sehen. Im Spiel nach vorne hat es ein bisschen gekrankt. Die Abwehr stand weitestgehend sicher, sehe ich auch so. Und einen starken Keeper haben wir hinten drin. Nun kommt Uwe Mörle. Uwe Hünemeyer mit her, ist sogar Vizekapitän jetzt bei Paderborn. Dann gibt es das wahrscheinlich bei Standardsituationen, das Uwe-Uwe-Duell. Freust du dich auf dieses Duell mit Uwe? Und wie schätzt du ihn ein, seine offensiven Qualitäten? Du kennst es sicherlich aus dem Training noch vom letzten Jahr. Klar freut man sich, wenn man als ehemaliger Spieler immer an die alte Wirkungsstätte zurückkommt, dann ist man ich bin mal ein paar Prozent mehr motiviert, das wird sicherlich auch der Fall sein. Speziell bei Standards ist es für uns jetzt nicht so relevant, um da auf einzelne Spiele einzugehen, weil wir sowieso im Raum verteidigen und uns da im Mannschaftsverbund gegen alle dann auch darstellen. Also von daher ist jetzt nicht so das Duell, das auf uns zukommt, aber wir wissen um seine Fähigkeiten, offensiv wie defensiv, also müssen wir schon aufpassen.